Hallo Herr Kraft. Hallo. Parlez-vous français? Oui, bien sûr. Mais un peu. Und welche Sprache würden Sie gerne noch lernen? Generell würde ich noch mehr Französisch gerne lernen, ja. Aber ich finde Mandarin auch sehr spannend. Ist nicht nur lecker, sondern auch spannend, weil ich mal im Studium jemanden kennengelernt habe, der das gesprochen hat. Beeindruckend. Sie haben keinen Bock auf Block. Worauf denn? Auf eine demokratische Wahl, wo dann der Wähler auch wirklich Gewicht hat. Und dafür stehen wir. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie schätzen Sie Ihre Beliebtheit in der DG ein? Puh, ich glaube, das werden wir am 26. Mai sehen. Aber ich glaube, von solchen Sachen halte ich eigentlich wenig. Aber ich auf jeden Fall würde ich gerne authentisch sein. Das ist eigentlich das Wichtigste. Vervollständigen Sie. Orange trägt nur die holländische Nationalmannschaft. Was haben Sie immer dabei? Hoffentlich meinen Verstand, aber ich trage sie auf das Handy mit mir, ja. Was erwarten Sie persönlich von einem Politiker? Dass er authentisch ist und auch andere Meinungen zulässt. Werden Sie diesem Anspruch gerecht? Ich bemühe mich, ja. Der klügste Kopf, den Sie kennen? Das ist definitiv meine Frau. In Sachen Fußball, Deutschland oder Belgien-Fan? Bei Familienfesten ist es immer sehr schwierig, aber selbstverständlich Belgien. Was würden Sie sich von Ihrem ersten Gehalt als Ministerpräsident kaufen? Das ist echt eine schwere Frage. Ich glaube, ich würde meiner Frau einen dicken Strauß Blumen schenken, ja. Und was wäre Ihre erste Amtshandlung? Meine erste Amtshandlung wäre sicherlich, die Bürgermeister zusammenzurufen, um zu überlegen, wie wir gemeinsam die Schwierigkeiten für die Familien lösen können. Ihre Stärken sind? Meine Stärken sind, dass ich keine halben Sachen mache und dass ich auch gerne Meinung verteidige und dass man sich auf jeden Fall auf mich verlassen kann, insbesondere meine Freunde, ja. Und Ihre Schwächen? Meine Schwächen sind, dass ich manchmal im Privaten auch zu perfektionistisch bin. Und dass ich, das ist auch eine Sache, die meine Frau immer sagt, wenn wir als Familie wegfahren, da muss ich immer noch mal reingehen, weil ich irgendwas vergessen habe. Und dann sitzt die Familie dann schon im Auto oder sitzt schon bereit vor der Tür, um eine Wanderung oder einen Spaziergang zu machen. Und ich habe immer irgendwas vergessen. Das ist sicherlich meine Schwäche. Was reimt sich auf Kraft? Schafft. Wer bügelt Ihre Hemden? Meine Hemden bügelt meine Frau, aber ich bügel auch sehr gerne und sehr viel auch, weil das doch sehr beruhigt. Wähler zu mobilisieren ist? Schwer, aber wenn man eine Message hat, wenn man eine Botschaft hat, freue ich mich immer darüber, wenn wir es schaffen, ja. Lieber Campingurlaub oder doch All-Inclusive-Pauschalreise? Habe ich beides schon gemacht und ich muss sagen, Camping hat schon mehr Flair, ja, insbesondere mit den Kindern, das ist schon cool. Der Held Ihrer Kindheit? Der Held meiner Kindheit, definitiv, das ist schwer, aber Jean-Luc Picard, ja. Machen Sie es kurz, CSP steht für? Familie. Was würden Sie wählen, wenn es die Partei CSP nicht gäbe? Dann würde ich sicherlich auch einen christlich-sozialen Weg führen, wo die Familie im Zentrum steht. Ja. Ihre Lieblingsserie? Star Trek, ganz klar. Und King of Queens. Ihr Tipp für junge Menschen, die Politik machen wollen? Bleibt so, wie ihr seid. Versucht möglichst bei euch zu bleiben, aber auch immer offen stehen für Kompromisse. Möchten Sie zum Abschluss noch jemanden grüßen? Ja, meine Familie und Frau Wöll möchte ich auf jeden Fall grüßen, die ich gerne mal kennenlernen möchte.